Ja, hallo. Wir haben heute Sonntag, den 16. April 2023. Ja, das Mal habe ich es geschafft, ohne mich zu verhaspeln. Nichts Mai, April. Ja, ich hatte ja heute eigentlich geplant, im Schwarzwald oben eine längere Tour zum Laufen. Aber es wurde Regen vorhergesagt, kräftiger Regen auch. Und ich habe im Schwarzwald mal die Wettercamps angeschaut. Also da ist alles auch Wolke verhangen, Nebel ist da oben. Also das sieht nicht so toll aus. Und ich habe zwar am Anfang noch überlegt, ob ich trotzdem hoch soll. Aber das Problem ist halt auch, wenn ich dann da oben bin und es sollte tatsächlich kräftig regnen und ich patchnass bin, ja, dann muss ich ja auch wieder etwas mit dem Auto zurückfahren. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Jedenfalls heute nicht, manchmal ja. Ja, jetzt habe ich mich entschlossen, ich laufe bei mir zu Hause so eine Runde, aber ein bisschen eine neue Runde, eine andere Runde. Ich laufe von mir, von Großweier aus, an der Autobahnzubringer, dann diesen Rasthof, McDonalds, dann laufe ich Richtung Gamshorst drüber und laufe so eine kleinere, ja, bis mittelgroße Runde. Mal gucken. Es entscheidet sich auch, wie das Wetter wird. Solange es nur anfängt mit Niesle, macht mir das nichts aus, dann laufe ich weiter. Jetzt, wenn es richtig schüttet und auch noch ein starker Wind zum Beispiel geht, ja, dann werde ich abkürzen, werde direkt heimlaufen. Das Gute ist, ich laufe im Prinzip so ums Haus bei mir rum, immer große Radius. Also ich bin immer so, ja, 3 Kilometer, maximal vielleicht 5 Kilometer von daheim weg und kann dann quasi immer direkt zu mir laufen. Die Strecke, was ich laufe, also ich denke mal, es wird so, je nachdem, wie weit ich sie ausweite, liegt sie so zwischen, ja, 6 Kilometer, vielleicht auch 10 Kilometer. Mal schauen. Wie gesagt, es kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an und wie sich alles so entwickelt. Aber jetzt laufen wir mal los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, mir natürlich auch beim Laufen. Also dann. Los geht's. Where is your heart, I'm undone. Haven't you known all along? I guess I am clumsy with words. I guess I So, jetzt sind wir in Aachen bei diesem Autobahnzubringer und das hier ist die Strandbar Aachensee. So, da gibt es jetzt noch einen kleinen Blick auf den See. Dahinter sieht man die Autobahn, die A5, von Karlsruhe nach Basel runter. Ja, und dahinter in dieser Richtung etwa 200 Meter. Da gibt es dann auch nochmal so einen Wohnmobilstellplatz, also einen Campingplatz. Da ist ein Spielplatz mit auf dem Gelände. Ja, und dahinter sieht man schon das Schild Shell Autohof, durch diese Rastanlage da. Daneben der McDonalds. Also da sieht man es auch nochmal. Dahinter. Shell Rasthof, McDonalds. Da ist der LKW-Parkplatz. Ja, und wir verlassen jetzt so langsam Aachen. Das ist jetzt die Bundesstraße. In die Richtung geht es nach Aachen rein. Und wir laufen jetzt aber Richtung Autobahn, unten durch und dann weiter nach Gamshorst. Und in Gamshorst geht es dann rechts weg.
Ja, das wäre eigentlich auch mal eine schöne Strecke für einen Sonntag von mir zu Hause, von der Haustür los zum Laufen und dann nach Freistädt an der Rhein und vom Rhein wieder zurück zu mir heim. Ja, das wäre dann, wenn ich es nicht hier über die Bundesstraße mache, sondern so über die Felder laufe, bin ich schon mal gewandert. Ja, das sind dann auch so 30 Kilometer, kommen wir da schon gut zusammen. 30, 35, wäre mal eine schöne Tour. Müsste ich mir mal überlegen. Man muss ja nicht immer schöne Trails im Schwarzwald oben laufen. Man kann ja auch bei sich daheim schöne Sachen machen. Und hier über die Felder, ja, da läuft sich's auch ganz gut. Also in Gamshorst bin ich jetzt angekommen. Jetzt laufe ich einmal direkt durch den Ort Gamshorst durch. Dann laufe ich von Gamshorst aus der Straße entlang weiter Richtung Unshorst. Ja, dann mal gucken, wie weit ich da noch laufe. Mal schauen. Ich komme ja da in der Nähe von dem kleinen See vorbei, wo ich immer wieder mal bin. Vielleicht mache ich da auch noch einen Abstecher. Mal schauen. Wir werden sehen. Also weiter. So, wie ihr seht, an dem See bin ich jetzt angekommen. Da bin ich ja öfters mal. Das ist quasi so eine Strecke von mir daheim bis hierher sind es 3,5 Kilometer. Das heißt, wenn ich jetzt diese Richtung direkt zurücklaufe, dann wäre ich in 3,5 Kilometer zu Hause. Und ich bin ja jetzt so einen kleinen Umweg gelaufen. Also momentan habe ich 8,7 Kilometer auf der Uhr. Und da es mir gut geht momentan, habe ich beschlossen, ich laufe nicht direkt wieder zurück, der direkte Weg, die 3,5 Kilometer, sondern ich laufe hier den Feldweg darüber, am Wald entlang und dann nach Unshorst rein. In Unshorst werde ich dann über die Autobahn drücken, Brücke, und werde dann dahinter entlang zurücklaufen. Also das wird dann in etwa, ja, statt die 3,5 Kilometer, direkt zurück sind es dann etwa, ja, ich schätze mal 5-6 Kilometer. Ja, es gibt eine schöne Sonntagsrunde heute. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, einen Schwarzwald hoch zum Laufen, aber die Wetterprognose sind nicht so toll. Es ist alles Wolke verhangen, wenn man guckt. Überall Wolke, so diesig. Und auch Richtung Schwarzwald hoch. Man sieht da oben gar nichts, wie es aussieht. Ja, das macht dann keinen Spaß. Und nur da hoch zum Gehen und dann da oben im Schwarzwald zum Laufen, zwecks mal Video, wo man dann eh nicht viel sieht. Nee, da hatte ich wirklich keine Lust heute drauf. Und da ich aber nicht komplett aufs Laufen verzichten wollte, weil mir das Laufen halt Spaß macht, habe ich mir gesagt, gut, dann mache ich so einen kleinen Ortschaftslauf. Quasi von Achern über Gamshorst
Michelbuch da und Unzhorst und dann wieder Aachen rein, beziehungsweise Großweiher. Ja, ist auch mal ganz schön, muss ich sagen. Würde ich nicht jeden Tag machen wollen, weil doch überwiegend Asphalt ist, aber ja, irgendwie hat es auch was. Hin und wieder mal macht es auch Spaß. Also, wie gesagt, jetzt geht es diese Richtung weiter. Immer schön am Wald entlang. Und die Vögel zwitschern hier schön. Also, es ist auch ganz in Ordnung, ehrlich. Heute wieder mit meines Kindes unterwegs. Und da es eigentlich geheißen hat, es soll jetzt anfangen auch mit Regnen, habe ich unter den Skinners noch so Thermosäcke, so wasserdichte zur Sicherheit. Bis jetzt habe ich es nicht gebraucht. Es hat zwar einmal angefangen mit Tröpfle, aber nur so ganz leicht. Dann hat es wieder aufgehört. Ja, wenn ich Glück habe, dann bleibt es vielleicht auch trocken, bis ich daheim bin. Mal schauen. Also, jetzt geht es auf jeden Fall mal weiter. So, jetzt melde ich mich kurz nochmal. Und zwar, normalerweise sieht man von hier dahinter hoch auf die Hornisgrinde. Aber da sieht man momentan gar nichts, außer Wolke. Also das war schon die richtige Entscheidung, nicht hoch in Schwarzwald zum Fahren, sondern hier unten eine Runde zum Laufen. Weil das macht keinen Sinn. So, und ich muss ja jetzt noch in diese Richtung. Ja, das sind vielleicht nur 2, 3 Kilometer, 3 Kilometer. Ich laufe jetzt da Richtung Wald. Da führt er die Autobahn entlang. Ja, und dahinter ist Unzhorst, von da bin ich komme. Da sieht man die Kirche noch. Ja, und wie gesagt, hier geht es durch den Wald rein. Dann geht es dahinter entlang. Bis etwa hier. Dann geht es wieder ein Stückchen da rüber zu uns und dann hinterrum nochmal. Also ich schätze mal, das sind jetzt nochmal ja, so 3 Kilometer, bis ich daheim bin. Und kurz bevor ich daheim bin, melde ich mich nochmal. Dann gibt es kurz ein kleines Fazit. Dann gibt es noch die Laufwoche 15, den Rückblick. Ja, und dann Aussichtwoche 15, 16, weiß ich noch gar nicht, was ich da genau geplant habe. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Ich melde mich dann nachher nochmal. Ciao, ciao. So, ich bin jetzt fast zu Hause. Ich muss quasi noch davor laufen und dann den Feldweg darüber. Ich sag mal, das sind jetzt noch ja, so 1,2, 1,5 Kilometer. Dann bin ich daheim. Und da es so langsam anfängt mit Tröpfle, ja, mache ich hier mein Schlussfazit, meine Verabschiedung. Noch einen Blick auf die Laufwoche 15 werfe. Ich bin ja am Dienstag 15 Kilometer gelaufen. Dann bin ich am Freitag nochmal 7 Uhr grad gelaufen. Ja, und jetzt heute am Sonntag sind es. Bis ich daheim bin, dürfte es so
15 Kilometer sein, vielleicht ganz leicht drüber. Also sprich, zweimal 15 Kilometer Läufe sind 30 Kilometer und dann diese 7 noch, also sind wir bei 38 Kilometer Wochengesamtleistung. Ja, da bin ich mehr als zufrieden. War ja auch so ein bisschen angeplant. Ja, man weiß nie, was so kommt, wie es läuft. Aber ich bin zufrieden mit 38, ehrlich. Es lief alles gut soweit. Ja, und ich mache es ja auch nur so, solange es mir gut geht, solange ich ein gutes Gefühl in die Beine habe, laufe ich das. Und wenn ich Schmerzen habe, dann lasse ich es. Und immer nach so einem langen Lauf, so wie jetzt auch heute, gibt es mindestens einen Tag Pause. Das heißt, Montag ist Pause angesagt. Am Dienstag schaue ich dann, wie es mir geht, ob ich da einen kleineren Lauf mache. Falls ich noch schwere Beine habe oder irgendwie ein bisschen was wehtut, wie auch immer, dann werde ich auch am Dienstag nochmal eine Pause machen. Was ich Montag und Dienstag mache, das sind meine 10.000 Schritte. Das ist ganz klar, die laufe ich ja jeden Tag. Also spazieren gehen. Ja, und je nachdem, wo ich diese Schritte absolviere, kann es natürlich sein, dass ich da auch ein kleines Video mache auf meinem 10.000 Schritte Vlog. Ja, da habe ich da letztes Jahr ein Video drüber gemacht. Das ist aber noch nicht veröffentlicht. Das kommt wahrscheinlich auch im Laufe dieser Woche. Dann versteht ihr, was das auf sich hat mit diesem 10.000 Schritte Vlog. Ja, das war dann nochmal Laufwoche 15. Und wie gesagt, Laufwoche 16 weiß ich noch nicht genau, was ich da so mache. Das Ziel sind auch mal 30 Kilometer die Woche. Und vielleicht, ob es dann mehr wird, ich weiß nicht. Ich möchte zumindest immer in der Woche einen längeren Lauf machen, der jetzt auch so um die 15 Kilometer ist. Das ist Ziel eigentlich. Ja, und ansonsten schauen wir einfach mal weiter. Gell? Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Das war's soweit. Ja, dann kommt wie immer meine Verabschiedung. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich würde mich freuen. Man sieht sich beim nächsten Video wieder. Ja, und bis die Tage dann. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Also dann. Ciao.